Ja, Freunde, willkommen zu NEC, meinem nächsten Spiel für die PS4. Wir reden auch gar nicht lange rum, sondern schauen uns gemeinsam die Story an. Also, legen wir los! Dies hier sind Aufnahmen aus den Hochlandklippen von vor 2 Tagen. Wie es scheint, sind die Kobolde nicht länger nur ein kleines Ärgernis, sondern sie sind in der Lage, einen stark befestigten Außenposten einzunehmen. Danke, dass Sie alle so kurzfristig kommen konnten und, Doktor, danke, dass wir uns hier treffen können. Wie konnten diese Kobolde es schaffen, in so kurzer Zeit von Pfeil und Bogen zu Panzern und Gewehren zu kommen? Wo ist Ihre Basis? Und wie können wir diese Bedrohung beseitigen? Wir müssen sofort eine Erkundungsexpedition losschicken, um Daten zu sammeln. Wer meldet sich freiwillig? Die Klippen, hä? Die liegen mitten im Koboldland. Ich kann euch alle hinbringen. Aber ich weiß nicht, ob auch alle wieder rauskommen. Victor? Victor Industries begrüßt diese Gelegenheit, das neueste Modell meiner Sicherheitsroboter zu testen. Während menschliche Stärke natürlich wünschenswert ist, braucht die Expedition etwas weitaus Stärkeres gegen die Waffen dieser Kobolde. Die Hightech-Bewaffnung dieser Roboter dürfte für den Erfolg der Mission unverzichtbar sein. Noch weitere Freiwillige? Na schön. Dann bilden Ryder und Victor wohl unser Expeditionschor. Ja, Doktor? Bevor die endgültige Entscheidung gefällt wird, würde ich Ihnen allen gern etwas zeigen, das ich entwickelt habe. Kommen Sie! Onkel! Hey, wie geht's dir? Gut. Der Doktor hält mich auf Trab. Huh? Muss an die Arbeit. Bis später! Okay. Fang an! Geh's ruhig an, mein Kleiner. Du schaffst das. So, da wären wir. Kapitel Nummer 1, seine größte Schöpfung. Was Sie hier vor sich sehen, ist meine größte Schöpfung. Neck. Ja, und er kann zuhauen. Wir spielen also den kleinen Neck hier unten. Der besteht aus Relikten, soweit ich weiß. Später können wir andere Relikte mitnehmen. Dadurch können wir wachsen und natürlich auch neue Fähigkeiten erlernen. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Beautiful Katamari, wie ich finde. Wie Sie alle wissen, sind diese Relikte das Fundament unserer Gesellschaft. Geheimnisvolle Überreste einer unbekannten Zivilisation, die unsere Maschinen antreiben und unseren Lebensstil ermöglichen. Genau so sieht's aus. Und hier drüben, wir können hier drüben ein paar Relikte mitnehmen. Hier sieht man's, wir sammeln die Teile ein und unser Lebensbalken wurde ein wenig größer. Erstmal weggeknüppelt. Okay, okay, okay. Und jetzt machen wir den großen Sprung. Einmal. Nummer 2. Und die Teile nehmen wir mit. Je mehr Teile, umso besser für uns. Oh yes. Also man sieht, langsam nehmen wir eine andere Form an. Wir graben diese Relikte von tief unter der Erde aus und nutzen sie, um unsere Autos, Flugzeuge und Generatoren anzutreiben. Die Entdeckung dieser unerschöpflichen Energiequelle hat unser Leben völlig verändert. Okay, die Relikte sind also sehr wertvoll. Die Energie dieser Welt. Und wir selber sind eben eine kleine Energiequelle mit einem Bewusstsein. Hebel!
Und weggeknüppelt. Einmal hier hin, einmal hier hin. Achtung, die Dinger haben Strom. Okay, eine ganze Ladung von denen. Wow, 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 wow. Aber wenn wir getroffen werden, dann verlieren wir Teile und man sieht's auch. Wir sehen dann so ein bisschen zerstört aus. Finde ich ganz cool. Jahrzehntelang habe ich die Geheimnisse der Relikte studiert, um herauszufinden, wie man ihnen ein Bewusstsein gibt. Das Ergebnis ist nett. Ein lebendiges, denkendes, atmendes Wesen. Und schnell hier durch. Wow. Noch ein Hebel. Ja, Neck. Soll wohl eher für Kinder sein, aber ich habe gelesen, das Ganze soll doch ein relativ ernstes Thema haben. Und da wir nur zwei wirklich neue Spiele auf der PlayStation 4 haben, Killzone und eben Neck, dachte ich mir, komm, spielen wir das ja auch noch durch. Okay, mein Freund. Du willst also sterben. Mann, die saugen uns hier ganz schön Teile weg. Wow, 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 wow. Hui. Sehr gut, wir sind wieder fit. Neck, nimm diese Relikte auf. Okay, jetzt werden wir riesig. Wie Sie unschwer erkennen, kann Neck explosionsartig wachsen. Ich bin mal gespannt, wie groß wir noch werden können. Aber hier sieht man es, wir bekommen neue Angriffe. Wir können jetzt hier so eine Sprungrolle machen. Okay, zwei von denen. Swap. Wow, wow, hauen die rein. Ich brauche unbedingt neue Teile. Okay, keine neuen Teile. Oh nein. Erstmal den hier noch holen. Yes! Neck, schrumpfe und lauf durch den Durchgang. Oh nein, meine wunderschönen Teile. Ich war so schön groß. Na, mal sehen, ob wir neue finden. Wow, so klein waren wir noch nie. Okay, wo sind wir nun? Neck kann sich aufladen, indem er Energie aus Sonnensteinen absorbiert. Nach dem Aufladen kann er die Kraft der Sonnensteine als gewaltige Schockwelle explosionsartig freisetzen. Also, wir haben hier oben drei Kristalle und wir können hier so eine Schockwelle machen. Neck, zerstöre mit der Schockwelle die Schilde der Roboter. Boah, wir haben hier wirklich alles weggeholt. Sie können gefällt mir, dass die Schockwelle mehrere Ziele gleichzeitig zerstören kann. Okay, was kriegen wir hier? Jede Menge Energie. Und ein paar neue Teile. Also eine Sache weiß ich schon, und zwar, wir können später auch andere Sachen, nicht nur die Relikte mitnehmen. Okay, wir machen deutlich weniger Damage. Wir sind kleiner als letztes Mal. Oh yes! Lebensenergie, ich brauche unbedingt Lebensenergie. Wen haben wir hier drüben? Ein treuer Fan. Alle sehr begeistert von mir. Neck, lade dich mit den Sonnensteinen wieder auf.
Nack kann sich durch die Kraft der Sonnensteine auch selbst in einen Sturm aus Relikten verwandeln. Oh, cool. Tornado Man. Nack, jetzt zeig uns, was dein Sturmangriff bei diesen Gegnern bewirken kann. Also die Fähigkeiten gefallen mir sehr. Wie Sie gesehen haben, kann Nack mit der Energie der Sonnensteine seine bereits herausragenden Kräfte noch weiter steigern. Okay, die Sonnensteine hier sind super. Erstmal hier neue Teile mitnehmen. Wir werden wieder ein bisschen größer. Wow. Da wurden wir eben gerade nach unten geworfen. Immer schön hier an der Wand bleiben. Und hepp. Komm schon. Nice. Oh Mann, wie brutal. Auf jeden Fall eine richtig geile Fähigkeit. Wirklich beeindruckend, Doktor. Sie nennen ihn Nack, ist das richtig? Eigentlich nenne ich mich selbst Nack. Beeindruckend? Mir kommt er doch recht zerbrechlich vor. Wenn wir Kobolde jagen, bekommen wir es mit anderen Gegnern zu tun, als mit solchen lahmen Blechkameraden. Und was genau wollen Sie damit sagen, Victor? Tja, ich habe ein paar meiner Sicherheitsroboter dabei. Wenn Nack die besiegen kann, gönne ich ihm seinen Platz in der Expedition. Geht klar. Warum gehen wir nicht raus in den Garten? Da ist es nicht ganz so eng. Und? Meinen Sie, Nack packt das? Das wird sich ja jetzt zeigen. Ja, locker kriegen wir hin. Schön hier auf die Mütze geben. Hier drüben ein paar Kristalle mitnehmen. Was haben wir hier? Neue Teile. Okay, was machen wir? Einmal hier die Schockwelle. Aber wir sollten ein wenig Energie sparen. Mit der Kraft der Sonnensteine kann Nack auch entfernte Ziele mit einem Bombardement aus Relikten angreifen. Oh Mann, wir können wirklich alles. Dieser Explosionsangriff kann sogar mehrere Ziele gleichzeitig treffen. Was haben wir hier? Ein geheimes Geheimnis. Und wir bekommen... ein Zeitdehner-Teil. Selten 2. Der Zeitdehner im Bau. Okay, wir können hier Gegenstände herstellen. Bin ich mal gespannt. Ich denke mal, es lohnt sich auf jeden Fall, die Sachen einzusammeln, denn so ein Zeitdehner hat ja wohl irgendeine Funktion. Wir brauchen insgesamt immer 5 Gegenstände, dann können wir irgendwas zusammenbauen. Keine Ahnung, ob wir die Gegenstände random finden oder ob die irgendeinen festen Platz haben. Und einmal alles weggeprügelt. So, hier können wir nach oben. Können wir hier drüben noch irgendwas mitnehmen? Kristalle oder so? Weiter geht's. Okay, nur neue Teile. Also mittlerweile sind wir schon richtig groß. Oh, der eine ist noch am Leben. Ich korrigiere, er war noch am Leben.
Na gut, na gut. Die hier müssen wir so wegholen. Denn ich will noch ein bisschen Energie sparen. Alles klar, den hätten wir. Und hier drüben. Noch ein geheimes Geheimnis. Oh, eine riesige Truhe. So, wir bekommen eine Doppelbatterie. Ich bin so gespannt, was wir hieraus bauen können. Einmal. Und Nummer zwei. Neue Teile. Ich brauche auf jeden Fall neue Teile, denn ich will immer größer werden. Der nächste. Yo, hauen wir sie weg. Wow, zwei auf einmal. Hat sich gelohnt, hier die Energie zu sparen. Ich muss sagen, das Spiel hier gefällt mir. Man hat irgendwie den Drang, immer größer zu werden. Wow, ein Treffer und die Hälfte der Energie ist weg. Und ich habe keine Sonnenkristalle mehr. Tja, die hier unten könnten ein Problem werden. Und ich bin wieder hier. Ich brauche Energie. Auf jeden Fall mehr Energie. Komm schon. Sehr gut. Dann hätten wir hier ein bisschen Energie. Ein kleines bisschen. Aber ich brauche mehr. No, 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 no. Yes. Mann, die Gegner sind gut. Oh, yes. Was kriegen wir hier? Der Kombozähler. Sieben Teile brauchen wir hier. Müssen wir also noch eine ganze Menge sammeln gehen. Einmal getroffen und weggeräumt. Ich habe immer noch keine Energie. Alles klar, wir müssen auf jeden Fall den hier wegholen. Komm schon. Boah. Meine Güte, die Gegner hier sind wirklich verdammt gut. Und wir spielen auf normal. Also für ein Kinderspiel doch gar nicht mal so einfach. Also, hier drüben ein kleines bisschen Energie, wenn wir überleben. Erstmal den hier. Dann heilen wir uns hoch. Und wir haben beide.
Charlotte. Tut mir leid. Einmal hier die Runde drehen und wir hauen ihn weg. Hier drüben, ich sehe neue Kristalle. Aber die können wir leider nicht mitnehmen. Blaue Kristalle. Ja, noch hier ein paar kleine, die wir mitnehmen können. Erstmal den hier wegholen. Wow. Ich habe neue Energie. Na komm schon. Ich will meine Energie sparen. Die beiden hier kriegen wir ja auch so hin. Yes! Oh oh, oh oh. Yes! Na also, läuft! Yeah! Okay. Und, Victor, bin ich immer noch zu zerbrechlich? Wie es aussieht, kommt der liebe Doktor wohl doch mit uns. Aber das willst du doch. Und dass er Nag mitbringt auch. Eine tolle Demonstration, Doktor. Oh ja, Nag muss unbedingt mit auf die Expedition. Ich frag mich, was Charlotte wohl von Nag gehalten hätte, wenn sie noch hier wäre. Na los, Doc, gehen wir. Junge, wir haben nicht den ganzen Tag. Hey, Doc. Danke, dass du dich um meinen Neffen kümmerst. Wie groß er geworden ist. Tja, Ryder, es war leichter, als er noch klein war. Jetzt fragt er ständig, warum und wieso und will alles diskutieren. Er kann eine echte Nervensäge sein. Du brauchst wohl mal eine Pause. Ich könnte ihn doch für ein paar Tage nehmen. Oh, gerne. Nur zu. Lucas! Wir zwei sind wieder ein Team. Die Spuren dieser Koboldpanzer müssten eigentlich noch zu sehen sein. Halt also die Augen offen! Also, Nag, möge das Abenteuer beginnen! Kann losgehen. Tja, meine Liebe. Wünsche uns Glück. Da, Steuerbord! Ich kann die Panzer sehen! Das ist die alte Klippenmine. Die ist sehr weitläufig, mit kilometerlangen Tunneln. Kein Schimmer, was die Kobolde vorhaben. Landen wir mal und sehen uns das genauer an. Sie haben den Eingang gründlich verbarrikadiert. Wir brauchen einen anderen Weg. Das würde schneller gehen, wenn wir uns trennen. Vielleicht nach Norden, Osten und Westen durch den Wald. Wir nehmen den Wald. Komm mit, Nag. So, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Nag, wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss.